Energisch, laut, engagiert und gigantisch. Die Regionalproben für das Pop-Oratorium Luther in der Landeskirche Hannovers haben begonnen. In Walsrode und Hannover sangen knapp 2000 Sängerinnen und Sänger aus lokalen Chören das Werk von Dieter Falk und Michael Kunze. Alles einmal komplett durch. Das Pop-Oratorium Luther ist dabei eine der größten musikalischen Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum in Hannover. Die Aufführungen finden am 14. und 15. Januar 2017 statt. Im Mittelpunkt der Handlung steht die historische Figur Martin Luther mit ihrer Forderung selber denken. Ein Anstoß damals wie heute, in der Verantwortung vor Gott eigene Entscheidungen zu treffen. Das Projekt der 1000 Stimmen, wie das Luther-Oratorium auch genannt wird, ist dabei offen für alle. Jeder, der gerne singt, kann sich beteiligen und das stimmgewaltige Erlebnis mitgestalten. Chorerfahrung ist dabei nicht unbedingt Voraussetzung. Im November 2016 findet die nächste Probe für Einzelsänger in Hannover statt. Mehr auf luther-oratorium.de.